Mein Name ist Heinz Richter. Ich bin geboren im Bezirk Dresden 1947. Da war ich 7 Jahre lang in der Nationalmannschaft und mit der Nationalmannschaft haben wir 2-mal den Vize-Weltmeistertitel und 1-mal die olympische Silbermedaille im 4000 Meter Mannschaftsverfolgungsfahren in München 1972 in München errungen. Das waren so meine größten sportlichen Erfolge. Ich hatte schon angefangen, mein Studium zu machen als Diplom-Sportlehrer, allerdings die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1972 hat man uns überredet, das Studium abzubrechen, damit das nicht zulasten des Trainings geht. Und nach meiner sportlichen Laufbahn sollte ich dann das Studium fortsetzen, um dann als Clubtrainer weiterzumachen und habe stattdessen hier oben weitergemacht als Trainer im Nachwuchsleistungssport. Wenn ich heute mal so zurückblicke, was hat mir die DDR gebracht, dann muss ich schon sagen, dass ich eigentlich durch den Sport in einer sehr glücklichen Lage gewesen bin. Als dann die Wende gekommen ist und man sich erstmal umorientieren musste, dann hat man auch die Vorteile dieses Systems mitbekommen. Durch meine Arbeit im Rettungsdienst habe ich gesehen, dass es auch ganz vielen Leuten nicht so gut geht, aber doch gern mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und nun haben die aber meistens auch schon nicht die Räder, die einen hohen Standard aufweisen. Und dann sage ich schon immer, also du nimmst, bezahlst mir die Ersatzteile an, ich mache dir das umsonst. Man muss auch etwas Gutes zurückgeben, wenn man viel Gutes empfangen hat. Der Meinung bin ich und dazu stehe ich eigentlich auch.